lieber Norbert, aus ganzem Herzen und voller Überzeugung Glückwunsch, Danke und Anerkennung für deine große Lebensleistung im Dienste der Menschen in Deutschland und der Kinder auf der ganzen Welt, dein Heiner Geißler. Ich denke, dass dem wir uns alle anschließen können. Ich habe auch so ein bisschen überlegt, lieber Norbert, was schenkt man dir für den heutigen Tag anlässlich deines 75. Geburtstags? Wir haben mal bei uns in den Archiven geguckt und ich möchte dir gerne heute überreichen die Originale der sozialen Ordnung aus dem Jahre 1977, wo du Bundesvorsitzender der CDA geworden bist. Man muss mal gucken, so sah damals eine soziale Ordnung aus. Wenn wir die heute so rausgeben würden, wüsste ich nicht, was so im Verband los wäre. Aber es gibt auch viele Überschriften, die wir auch heute brauchen könnten. Zum Beispiel die Überschrift, wir brauchen mehr Arbeit, Vermögensbildung jetzt, an der Kernenergie führt kein Weg vorbei, Arbeiter und Kirche, neue Aspekte oder eine andere Überschrift, Gewerkschaften haben ausgespielt, auf den Weg zum Lohnsteuerstaat. Also es gibt viele Überschriften, da sollte man nicht denken, dass die Zeitung schon so alt ist. Auf jeden Fall, lieber Norbert, ich möchte dir diesen Band gerne überreichen, aus dem ersten Jahr deiner Tätigkeit als CDA-Bundesvorsitzender. Norbert Blüm hat sich gewünscht, dass sein Geburtstag nicht begangen wird einfach mit einer Feier, einem Empfang, sondern er wollte gerne, dass sein Geburtstag auch mit ein inhaltliches Thema der christlich-sozialen Bewegung und ihrer Zukunftschancen verbracht wird. Er hat sich als Titel gewünscht, die christliche soziale Bewegung, Tiefschlaf oder Tatendrang. Es ist ja wahr, dass die Zeiten für christlich-soziale in Deutschland sicherlich schon mal einfacher waren. Auch wir in der CDA, wenn ich es einmal so sagen darf, leiden ein bisschen unter der fortschreitenden Säkularisierung in unserem Land. Über viele Jahrzehnte waren die kirchlichen Standesverbände wie Kolping, wie KAB, wie evangelische Arbeitnehmerbewegungen logische Oasen, die Nachwuchspotenziale für christlich-sozial geprägte Politikerinnen und Politiker zu gewinnen. Auch Institute wie das Franziskanerhaus in Münster oder die Kommende in Dortmund haben manch einen von uns jung christlich orientierten Arbeitnehmern das Rüstzeug mitgegeben, Verantwortung, wie wir es damals nannten, in der Arbeitswelt und in der Gesellschaft zu übernehmen. Es ist schade, dass diese Oasen in den letzten 25, 30 Jahren auch ein Stück weit für die CDA versiegt sind. Und ich glaube, dass wir uns Mühe geben können in der politischen Arbeit, wie wir wollen. Am Ende wird man überzeugte Mitglieder nur finden können, wenn sie christlich-sozial nicht nur als ein Gesellschaftsbild begreifen, sondern wenn sie es neben dem Gesellschaftsbild auch für sich religiös beantworten. Ich glaube schon, dass es hier einen Zusammenhang gibt, den man sehen muss. Ich denke, wir christlich-sozialen können auf viele stolz sein, was wir in der langen Tradition unserer Bewegung in der Bundesrepublik Deutschland, in Europa in den letzten 120 Jahren mit beeinflusst haben. Es ist bis heute so,
dass alle wesentlichen Sozialgesetze der Bundesrepublik Deutschland die Unterschrift eines CDA-Mitgliedes im Bundesgesetzblatt haben, weil sie halt in diesen Zeiten, wo wir die Arbeitsminister gestellt haben, entstanden sind. Ich glaube auch, dass wir international viel erreicht haben. Der Wegfall des Kommunismus in Osteuropa ist aus meiner tiefen Überzeugung nicht der Sieg des Kapitalismus gewesen, sondern Lech Walesa und Solidarność haben mit dieser Bewegung etwas zu tun. Und Lech Walesa war ohne Frage ein christlich-sozial geprägter Arbeiterführer in unserem Nachbarland Polen. Und hätte er in Deutschland gelebt, bin ich ziemlich sicher, dass er Mitglied der CDA gewesen wäre. Aber wir haben die Aufgabe in der heutigen Zeit, in der Politik, unsere Position zu bestimmen. Und ich möchte gerne heute zwei Themenbereiche aufgreifen, wo ich glaube, dass wir in den Monaten und in der Zeit, die vor uns liegt, da besonders stark hinschauen müssen. Ich glaube, christlich-sozial ist untrennbar von der Frage einer guten Arbeit. Für uns ist der Mensch dann unvollkommen, wenn er an der Schöpfung Gottes nicht mitbauen kann. Und Erwerbsarbeit drückt ihre Bedingungen und ihre Würde auch aus in den Rahmen, in der sie stattfindet. Sowohl von der Bezahlung, wie aber auch von der sozialrechtlichen Absicherung. Und da macht es mir schon Sorgen, dass neue Untersuchungen bei uns in Deutschland zeigen, dass trotz des großen Wirtschaftsausschwungs etwa ein Viertel der Menschen, die zwischen 30 und 34 Jahre alt sind, befristete Arbeitsverhältnisse haben und in ihrem Leben noch nie etwas anderes wie ein befristetes Arbeitsverhältnis hatten. Untersuchungen zeigen weiterhin, dass etwa nur die Hälfte der Menschen, die befristet arbeiten, diese Arbeitsverhältnisse in unbefristete Arbeitsverhältnisse umgewandelt werden, dann, wenn die gesetzlichen Zeiten für diese befristete Beschäftigung vorbei ist. Ich habe mit bewusst das Alter der 30- bis 34-Jährigen gewählt, weil ich glaube, dass es hier auch einen engen Zusammenhang mit der Frage der Familiengründungen und der Familienbildungen in unserer Gesellschaft gibt. Viele Menschen und zu unserer Gesellschaft, glaube ich, gehören auch gute Familien. Wenn die guten Familien in unserer Gesellschaft weniger werden, hat die gesamte Gesellschaft ein großes Problem. Denn wir haben noch keinen besseren Ort für das Heranwachsen der Kinder gefunden, wie die Familie. Und wir haben auch noch keinen besseren Ort gefunden, der den Menschen Sicherheit gibt, auch in dieser globalisierten Welt, vor Verwerfungen und der auch älter werdenden Menschen einen Platz zum Älterwerden ermöglicht, wie unsere Familien. Und deswegen glaube ich, dass wir als CDA in den nächsten Wochen und in der Zeit, die vor uns liegt, sehr stark das Thema problematisieren sollten, dass ein gutes Deutschland, ein zukunftsfähiges Deutschland, seine Arbeitswelt auch familiengerecht gestalten muss. Ich glaube nicht, dass sich Familien in ihrem Zusammenleben ausschließlich der Arbeitswelt anpassen müssen, sondern dass auch die Arbeitswelt uns die Möglichkeit von Familien stark wieder in den Mittelpunkt stellen muss. Und wenn heute so viel darüber geredet wird, es gibt einen Fachkräftemangel, man kann vielleicht auch den Fachkräftemangel dadurch für sein Unternehmen beheben, indem man bewusst darauf setzt, dass junge Leute mit Familien in diesen Unternehmen zukunftsträchtige und gute Arbeit finden, auch als ein Wettbewerbsvorteil. Und deswegen denke ich, dass die Frage von befristeten Arbeitsverhältnissen die Gründungen von Familien zumindest behindern. So richtig wie es ist, dass wir über Elterngeld und mehr Erziehungsplätze für unter Dreijährige zum Beispiel
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf als Staat seit Jahren stark fördern. So wichtig, glaube ich, aber auch, dass wir die Frage von verlässlicher und guter Arbeit und die Frage von Familien stärker in unserer Gesellschaft thematisieren sollten, wie wir dieses in der Vergangenheit vielleicht getan haben. Und in diesem Zusammenhang ist auch zu nennen einen weiteren Punkt. Ich mache mir als jemand, der die Arbeitswelt seit 1972 ja auch aus eigener Erfahrung kennt, eine Menge Sorgen, wie das mit der Lohnfindung bei uns in Deutschland weitergeht. Die Frage darf, finde ich, nicht diskutiert werden. Kann man eine Familie von einem Lohn ernähren? Da hat man sicherlich das Problem bei großen Familien und nicht so qualifizierten Ausbildungen, dass wir da Probleme haben. Und in diesen Bereichen haben wir auch immer staatliche Transferleistungen gekannt. Der wichtigste Punkt ist, wie findet Lohnfindung statt? Und ich glaube, dass zur sozialen Marktwirtschaft unabdingbar gehört, dass die Frage, wer setzt sich auf den Märkten durch, nicht über die Frage entschieden wird, wer findet den billigsten Arbeitnehmer, sondern über die Frage entschieden wird von Vertrauen, von Qualität, von Innovation, aber nicht über die Frage, wer findet den billigsten Arbeitnehmer. Und deswegen gehören Tarifverträge unabdingbar zur sozialen Marktwirtschaft, wo die Entlohnung in Regionen und Branchen einheitlich geregelt wird, um eben den Wettbewerb über andere Fragen zu führen. Und deswegen glaube ich, müssen wir uns sehr dafür engagieren, dass dort, wo die Tarifverträge nicht mehr eine so große Rolle spielen, wir diese Tarifverträge wieder mehr Geltung verschaffen. Und deswegen bleibe ich dabei, dass die Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifverträgen, die Aufnahme von Branchen ins Entsendegesetz, Norbert, du hast mit dem Baugewerbe die erste Branche in Deutschland ins Entsendegesetz aufgenommen, dass das legitime Mittel der Politik in einer sozialen Marktwirtschaft sind, Tarifverträge zur Geltung zu verhelfen. Und sie haben einen Vorteil gegenüber staatlichen Mindestlöhnen, dass die Löhne nach Branchen und Regionen festgelegt sind und von daher wahrscheinlich eine bessere Treffgenauigkeit haben, wie es letzten Endes staatliche Mindestlöhne kennen. Ich glaube, wenn wir uns diese Themen annehmen, dann werden wir eine Menge dafür erreichen, dass die Menschen jetzt auch den Wirtschaftsausschwung, den wir Gott sei Dank nach dieser Finanzkrise auch durch kluge politische Entscheidungen unserer Bundeskanzlerin haben, dass dieser Ausschwung auch wahrgenommen wird als ein gerechter Ausschwung, der in breiten Bevölkerungsschichten ankommt. Und nach der Finanzkrise, so habe ich den Eindruck, ist die Frage von Gerechtigkeit im Volk wieder viel tiefer in den Herzen der Menschen implantiert worden, wie dieses vor der Krise war. Und das kann einen christlich-sozialen eigentlich nur freuen. Ich freue mich darüber, dass Bischof Marx heute die Festrede halten wird anlässlich des 75-jährigen Geburtstages von Norbert Blüm und natürlich auch unsere Bundeskanzlerin eine Festrede halten wird. Rainer Marx ist derjenige, der in der katholischen Kirche die Verantwortung zurzeit dafür hat, die katholische Soziallehre weiterzuentwickeln. Die Grundsätze, die ewig gelten, auszulegen, was sie denn heute in praktischen politischen Handeln bedeuten können. Und ich glaube auch, dass das wichtig ist für die CDA in Deutschland, dass wir immer wieder Menschen in den beiden Kirchen haben, die die christliche Soziallehre in die heutige Zeit hinein weiterentwickeln, ohne dabei unsere Grundsätze zu verletzen. Und dass er dieses als Bischof, als Erzbischof, demnächst auch als Kardinal tun wird, das gibt mir viel Hoffnung, dass die Weiterentwicklung der katholischen Soziallehre, der christlichen Soziallehre eine große Bedeutung auch in der Amtskirche hat. Und ich freue mich jetzt auf Ihren Vortrag. Schönen Dank.